Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass ich so viel im Voraus aufgenommen hätte, sonst hätte ich ein echtes Problem gehabt mit dem Schnupfen und so. Es ist immer so, du denkst dir so, ja, es ist nur Schnupfen, aber wer will sich das antun, wenn einer da sitzt und... In der einen Aufnahme hat man es, glaube ich, auch schon gemerkt, dass ich sowas leicht im Petto schon hatte. Dieses nervige Wasser. Ich finde Wasser nervig. Wer findet das noch nervig? Wasser, Wasser, du bist nervig, 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 nervig. Noch mehr Wasser, ja. Wundervoll, wer findet Wasser toll? Ich finde es nicht so toll, ach, wundervoll. Ah, nein, das wollte ich nicht, siehst du, genau das meine ich. Flup, 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 flup. Yay! Jetzt machen wir mal Fackeln an. Jetzt haben wir endlich das ganze Wasser beseitigt. Wer hätte gedacht, dass wir das heute noch schaffen? Da backt was in der Wand. Oh, was haben wir hier? Hallo! Noch irgendwas? Ja, Eisen. Eisen brauchen wir ja sowieso. Keine Angst, ich habe das Eisen bei der Lava nicht übersehen. Ich wollte nur mal schnell schauen, was hier hinten so ist. Plupp. Kommen die denn dahinter? Ich hab doch ausgeleuchtet, verdammt! Günthers! Mach mich nicht schwach! Wie spät ist es denn? Wie spät? Ja, wie spät ist es denn? Es ist 20 Feet. Ach so, na dann, okay. Heißt, wir finden hier gar keinen Redstone. Ja, das ist ja sehr suboptimal jetzt, weil dann müssen wir uns wieder hochbuddeln. Ja, gut, dann halt nach oben, ne? Flup, 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 flup. Oh, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ich mach mich ja voll zu deppen. Ah ja, das muss ich ja, das muss ich ja auch mal loswerden, ne? Also zum Deppen. Ich habe vor einigen Jahren aufgehört, Fernsehen zu sehen. Aus einem ganz speziellen Grund. Ist das eine, ist das nur eine F hier? Das heißt nur, also ich brauche die wahrscheinlich nur, deswegen nehme ich mal die jetzt. Ich habe vor einigen Jahren aufgehört, Fernsehen zu gucken, weil ich mittlerweile finde, dass Fernsehen nur noch verdummt ist. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Einerseits ist es natürlich ein so ein kleiner Schritt von zum Außenseiter so, weil man natürlich nicht mehr so viel mitbekommt von der Welt. Andererseits finde ich wirklich, ist Fernseher verdummt. Und was das Beängstigende ist, was mir immer und immer mehr klar wird mittlerweile. Oh, das nehme ich mal mit. Ist die Tatsache, dass trotzdem ich kein Fernsehen gucke, ich wirklich alles übers Fernsehen mitbekomme. Und das aus dem Grunde, dass YouTube alles, was im Fernsehen kommt, zum Beispiel widerspiegelt. Dann Freunde schauen Fernsehen und erzählen das, dieses Fernsehen-Schema, von dem ich da eben wegkommen wollte, holt einen immer mehr so ein und indem man immer mehr wieder Dinge erfährt, die im Fernsehen kommen, und man denkt sich so, alter Schwede. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Mädchen da nehme, ich glaube, das ist DSDS. Schlagt mich nicht, wenn es falsch ist. Ich glaube, es ist von DSDS. Da, wo er jetzt auch dieser, wo jetzt auch K1 mitmacht. Oh mein Gott, bitte. Also K1, DSDS. Ich habe so das Gefühl, die suchen sich die Leute regelrecht, damit sie was zum Lachen haben. Ist meine Meinung. Ich kann ihn nicht leiden. Weiß nicht. Dieses eine Mädel da, was irgendwie dieser Bushido K1 Fan ist und doch total... Weiß nicht, die... Oh, das... Das Video ging 9 Minuten, das habe ich auf YouTube, hat mir auf YouTube ein Kumpel geschickt, der Warbase war das. Das konnte ich mir nicht angucken, ohne Mist, ich musste nach 2 Minuten ausmachen. Also, die Frage, ich frage mich da ganz ehrlich, wer hat so wenig Selbstachtung vor sich selbst, sich das so... Ich meine, die Leute rennen doch hoffentlich nicht so im richtigen Leben rum. Das ist doch alles vorgegeben, was die da machen.
Und wie kann man sich einfach nur so darstellen? Im Internet? Oder auf, naja, eigentlich Fernsehen und dann halt danach im Internet? Ich weiß nicht, kriegen die Leute Millionen dafür oder gibt es da andere triftige Gründe, warum man das macht? Ich war echt schockiert, als ich das gesehen habe, habe ich mir wieder mal gedacht, jo, du weißt, warum du vor einiger Zeit aufgehört hast, Fernsehen zu schauen. Und es bestätigt sich mir ja immer wieder, oh, das komme ich wieder nicht raus. Es bestätigt sich mir einfach immer wieder, dass es irgendwie einfach die richtige Entscheidung war. So. Das ist ja genauso wie, was gab's denn dafür noch so für prickelnde Fälle? Hier die Frau mit dem Klopapier zum Beispiel. Oder, das war bei dieser Frau, die Gerichtsshows macht da. Dieser Typ irgendwie mit den, was hat er gesagt? Ich, auf jeden Fall der Typ, der mit hunderten von Frauen angeblich geschlafen hat. Oh, wie hieß der Typ? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ein erwachsenes Pferd? Hab ich? Ich habe Slimeballs dabei. Ich habe aber... Ah, Mist. Spinne, komm her. Hier will ich jetzt das machen. Das habe ich... Ist mir vorhin die... Ja, genau, du kommst richtig. Genau, ja, komm her, los. Genau dich habe ich gesucht. Ja, wunderschön. Danke dir. Ich nehme jetzt mal diesen Trank der Nachtsicht, weil es bringt mir nichts, wenn ich mit ihm rumschleppe. Ich wollte euch das mal zeigen, das ist einfach so geil. Guck ich das mal an, wie das aussieht, wenn man Trank der Nachtsicht nimmt. Ich finde das episch. Episch. So, dann Dreier Hammer, wir brauchen noch ein bisschen was. Eine Spinne noch. Oh, tut mir leid, Kleines. Spinne? Also nicht denken... Oh, alter Spiel, wir haben eine Auswahl. Yay, geil. Eine übelste Pferdeauswahl. Und eins nehme ich mir mit. Und, ja. Wo war ich gerade? Wenn ich mir das anschaue, einfach nur, ich weiß nicht, ich komme echt nicht drauf klar, wie man sich so runter machen kann im Leben. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir dafür eine Million geboten wird oder so, oder 100.000 oder so, dann würde ich das wahrscheinlich auch mal machen. Aber die kriegen doch niemals so viel Geld, dass ich das auszahle, oder? Ich meine, hä? Aua. Ich weiß nicht, ich bin da sehr zwiegespalten darüber. Es ist... Ich weiß nicht, also... Und dann immer noch dann finde ich auch diese Gespräche immer noch ziemlich sinnlos dann mit, ist es moralisch vertretbar, dass man sich sowas anguckt und so. Ganz ehrlich, also wenn jemand so blöd ist und sich, wow, für sowas casten lässt, dann ist es doch nicht eure Schuld, wenn ihr euch das auch noch reinzieht, oder? Ich meine, ob es euch selbst weiterbringt, wenn ihr euch das anschaut und dann, und dann halt, weiß nicht, ihr werdet ja nicht schlauer dadurch oder so. Wow. Ihr werdet ja nicht schlauer dadurch oder so, es ist einfach nur, ihr guckt es euch an, habt dann 5 Minuten oder 10 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem. Wechselmedium einleben, ist wie verarschen. Eures Lebens verblempert und ja, dann geht's halt weiter, ne? Und das war's dann auch schon und mehr ist es nicht. Es ist einfach nur, tja. Darf ich jetzt endlich meinen... Nein, darf ich nicht, da kommt schon der nächste Trollo. Ach mein Gott. Oh Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, also nochmal. Ja, also wer Spaß dran hat, der kann das ruhig machen. Willst du mich echt verarschen, Junge? Wo sind die... Achso, das ist ein Stempel. Weiß nicht, wie ich da rangehen soll an die Sache. So, okay. Also, ich habe eine Idee. Vielleicht kann man sogar zwei... Ich hau mal die Glowstones hier weg. Brauch eh kein Schwein. Ich versuche mal, ob ich zwei Pferde mitnehmen kann. Du kommst mit.
Okay, da habt ihr gesehen, wie gut das geht. Ja, komm mal mit. Kann ich das, kann ich wenigstens weggehen? Oder das, okay, das verliert sich dann auch, alles klar. Schön, das zu wissen. Also ich muss dich wirklich die ganze Zeit immer da an der Leine haben. Okay, na dann komm mal mit. Obwohl ich ja schon lieber so ein weißes hätte hier, so ein Wallach. Oh, geil, so ein weißer. Hier diese arabischen weißen Hengste. Zeig dich mal her hier. Wo ist mein... Ich darf nicht zu weit weggehen wahrscheinlich. Moment, ich probiere das mal aus. What the? Ach so, ich verliere die Leine dann aus dem Inventar. Darf aber nicht zu weit weggehen. Oh, hier haben wir braune, aber ich finde ich den weißen schon edler. Moment. Das Problem ist halt, ich kann halt wirklich nur... Oh, ich muss noch mal Nase putzen. So, bin ich wieder. Ich kann halt wirklich nur ein Pferd mitnehmen. Du bist noch da, gell? Das sind eher so dunkle. Oh, oh, wie süß. Ich finde den trotzdem, ich weiß nicht. Die haben alle was, aber dem fehlt auch allen irgendwas. Ich nehme mal den Weißen mit, komm. Ich nehme mal den Weißen mit. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Wir müssen ja auch noch, wir müssen irgendwie einen Flock dann basteln, einen Zaun basteln und den anbinden. Weil... Wir müssen ja noch in die Mine Redstone holen, ne? Obwohl ich auch wirklich gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt bin. Guck mal mit. Ich habe es komplett verpasst. Wo ich überhaupt bin. Ja. So, fertig. Kommst du? Ja, komm mit. Haben wir da noch für Pferdchen? Okay, ist auch nichts anderes. Oh, da haben wir sogar Maultiere. Krass. Maultiere. Ich halte das Pferd jetzt mit der Zombie-Hand fest. Brains, komm mit. Ich würde die so gerne, ich hätte die so gerne einen Sattel. Ich habe leider keinen. Schade eigentlich. Ach ja, ich müsste eigentlich, yo, ich habe wieder Optifine reingemacht für euch. Da haben wir bessere Gesicht und so, weißt du? Das stellt uns besser dazu Gesicht. Hier haben wir Schwarzeichenholz. Kommt das Pferd mit oder? Okay, das kommt dann irgendwie mit, alles klar. Ne, komm mal mit Pferdchen. Leine? Aua. So. Kommst du? Ja, okay. Das hat's geschafft. Und ich darf mit dem Pferd nicht durch den Wald gehen. Das ist machbar auch eigentlich nicht, aber... Wow, 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 wow. Okay. Huch. Ich hoffe, es hat sich jetzt nicht wehgetan. Klang aber nicht so. Da haben wir noch. Ja, ich muss die Weihnachts... Ich habe übrigens... das kam noch nicht, glaube ich, jetzt. Ich habe es zumindest noch nicht gehört. Ich habe die Playlist um eine Menge Lieder erweitert. Ich habe aber auch noch die Minecraft-Playlist, wie ihr seht, wie ihr hört. Die Quatsch, die... Die hoch ist das voll jetzt. Ich habe aber auch die... wie heißt sie denn? Weihnachts-Playlist noch nicht wieder rausgepackt. Da habe ich die Stronghold Playlist wieder rausgepackt. Das hat spezielle Gründe. Das mache ich. Das ist ja gleich ein anderes Mal. Das ist. So. Was wollte ich jetzt? Das habe ich verpasst. Pferd? Da. Komm mit. Dänisches Pferd. Dänisches Pferd. Sehr dänisches Rind, wie bist du? So, Moment.
So. Alles mitnehmen. Haben wir noch ein bisschen Lehm für später. Ich weiß nicht, was wir damit bauen. Ich will vielleicht mal so ein Lehmdach bauen. Komm schon hin. Da. Flupp, Lehm. Ich will hier mal Holz raus. Komm mit, Pferdchen. So, Lehm. Und weiter geht's. Da hinten sind noch ein paar Pilze. Das ist ja auch nichts Spannendes. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, Mann. Ich brauche echt Redstone. Am besten irgendwie ein Villager-Dorf finden. Und da was rausnehmen. Ich darf das Pferd nicht verlieren. Ich darf dich nicht verlieren, hast du? Was wäre ich denn ohne dich? Du Rost der Rösser. Du Gerostes, Gerechtes. Was? Mach mal das schlecht. Komm mit. Alter, wo bin ich denn hier? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Urwald. Wo bin ich hier? Komm, sag es mir. Stinke Tier.